Die FIFA Bundesliga. Ein Spiel der Emotionen. Jeder Sieg, jeder Erfolg ist eines anderen schmerzhafte Niederlage. Doch nun gehen die Zahlen zurück auf Null. Und damit ist sie nun da. Die Chance. Auf Revanche. Wiedergutmachung. Den größtmöglichen Erfolg. In 306 Spielen stehen sie sich gegenüber. Trainer gegen Trainer. Mann gegen Mann. Neue Geschichten werden geschrieben. Neue Spieler betreten die Bühne. Neue Vereine kämpfen um Punkte. Neue Stadien zelebrieren das Geschehen. Jede Minute, jede Sekunde, jedes Tor, jedes... Was für ein Tor! Das ist die FIFA Bundesliga. Bist du bereit für die neue Saison? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner Eintracht Frankfurt Karriere in FIFA 20. Es geht weiter in der Liga gegen Gladbach, nachdem ihr hoffentlich gerade das nicht zu lange Intro genossen habt und ja, ich euch damit ein bisschen motivieren konnte. Es geht nämlich um die YouTube oder beziehungsweise FIFA Bundesliga heißt sie ja jetzt, ne? Da bin ich ja auch ein Teil des Projekts, ich bin ja da Kommentator. Falls einer von euch das mal gesehen hat, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Wir simulieren da die echte Bundesliga-Saison nach. Quasi in FIFA, ne? Wir haben auch richtige Trainer, die spielen und so alles drum und dran. Falls ihr gerne ein Teil dieses Projekts werden wollt, das soll mal eine kleine Werbung sein für euch, dieser Trailer, dann meldet euch bei den Jungs. Wir haben einen eigenen Discord-Channel auf Spotify, haben wir auch eine eigene Playlist. Also falls ihr da auch gerne vorbeischauen wollt, macht das gerne. Spendenlink haben wir auch in den Beschreibungen. Also falls ihr uns dort auch unterstützen wollt, da würde ich mich sehr gerne freuen. Ich sag schon mal vielen Dank. Im Namen des ganzen Teams und jetzt werden wir uns wieder hier konzentrieren auf unsere Saison. Ja, United ist erstmal in den Hinterkopf geraten. Wir spielen jetzt aber nicht im, nicht im Schnee, sondern bedeckt gegen Gladbach mit veränderter Truppe auf jeden Fall. Damit sich diese Leute für United ausruhen und wir dann im Rückspiel vielleicht sogar den großen Coup landen und gewinnen und ins Viertelfinale einziehen. Das wäre wirklich mega, mega schön, wenn uns das gelingen würde. Mal gucken. Also, wir verändern die Mannschaft. Rechts Müller, linke Seite können wir mal Dabogo spielen lassen. Und wollen wir mal einen Keeper wechseln? Na komm, wir geben Renault jetzt mal eine Chance. Seinen allerersten Einsatz. So, da haben wir die ganze Mannschaft durchgewechselt. Ja, gegen United nochmal, um darauf kurz zurückzublicken. Es war echt ein sehr spannendes Spiel. Zweite Halbzeit leider viele Chancen nicht gemacht. Müssen wir im Rückspiel auf jeden Fall besser machen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Liga. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig, ne? Wir sind Sechster, sind mitten im Kampf um die europäischen Plätze. Ja, die Kurve gerade noch gekriegt. Ich wollte Europa League-Plätze sagen. Aber wir haben ja sogar noch Tuchfühlung zur Champions League oben. Deswegen wäre heute ein Sieg gegen Gladbach gar nicht so schlecht. So, schauen wir mal. Pacienza. Jansch geklärt. Die Gladbacher sind ja momentan Tabellenführer. Zum Stand der Aufnahme, 4. November, das ist das Wochenende nach dem 5:1-Sieg der Eintracht und nach der Erlösung für Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac, für den das Ganze dann wohl doch eine Nummer zu groß war, nach anderthalb Jahren sich mit dem Double zu verabschieden, ist ein bisschen was schiefgelaufen, ne, muss ich sagen. Ich bin ja jetzt nicht so der Experte, aber ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein zu großer Schritt. Vielleicht noch, Achtung, erstmal die Führung hier für Fernandes oder von Fernandes. Ich werde persönlich, das ist einfach ein Schritt zu früh gewesen oder ja, ein zu früher Zeitpunkt für Niko Kovac. Der hätte vielleicht nochmal ein, zwei Jahre in Frankfurt bleiben sollen oder halt zu einem anderen Verein wechseln. Weil man sieht, bei den Bayern, er hatte von Anfang an nicht so die Unterstützung, die er gebraucht hätte. Sehr undankbar, was da in Kreisen des Vorstandes rund um Uli Hoeneß und Rummenigge, ja, da geschehen ist. Also wie gesagt, nie so die Rückendeckung gekriegt,
wurde gleich immer in Frage gestellt. Pacienza mit der Chance wurde immer gleich in Frage gestellt und hat auch nicht die Zeit gekriegt, die man halt auch heutzutage im Fußballgeschäft nicht mehr hat. Er konnte seine Spielidee nie so umsetzen, vielleicht weil er auch die Spieler dazu nicht hatte, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall finde ich ihn als Mensch nach wie vor ein sehr, sehr guter. Und als Trainer auch, das hat er in Frankfurt bewiesen. Und vielleicht war er einfach zu ehrlich für die Bayern. Vielleicht zu gutmütig, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, jetzt ist er ja erlöst. Jetzt schauen wir mal, wen die Bayern als Nachfolger haben oder Nachfolger präsentieren werden. Jetzt macht es ja erstmal Hansi Flick. Naja, schauen wir mal. So, jetzt zurück zu unserem Spiel hier. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung dazu gerne unten reinschreiben, ne? Gar keine Frage. Schreibt mal rein, wie ihr das findet, dass er entlassen wurde. Findet ihr das richtig? Findet ihr das auch so ähnlich wie ich, dass es ja eigentlich auch total ungerecht ist, ne? Weißt du, ich meine, die Bayern, die haben jetzt gerade mal eine Phase, wo sie echt nicht gut spielen, sind aber gerade mal 2 Punkte hinter dem Tabellenführer, sind im Pokal weiter. In der Champions League sind sie auch so gut wie durch die Gruppenphase. Also ich meine, das ist ja wirklich wie bei mir manchmal hier jammern auf hohem Niveau, weißt du, als hätten sie nichts anderes zu tun, über das man sich Gedanken macht. Man sagt immer so schön, wer keine Probleme hat, der macht sich welche. Und so nach dem Motto läuft das gerade ab bei den Bayern. Ich meine, die hatten noch überhaupt gar keinen Grund. Die haben jetzt gerade mal eine Phase, wo sie echt nicht gut spielen. Weißt du, vor ein paar Wochen hieß es noch, als sie 7-2 gewonnen haben in der Champions League, oh, beste Mannschaft und der Champions League-Titel geht nur über die Bayern und hast du nicht gesehen, ey. Und zack, einen Monat später geht's wieder andersrum. Naja. Das ist halt das heutige Fußballgeschäft. Schade. So, auch Raphael hängt den Fußballschuh an den Nagel oder die Fußballschuhe. Alles klar, also wird auch nach dieser Saison seine Karriere beenden. So, jetzt vielleicht mal Pacienza Gacinovic. Gut durchgesteckt auf Müller. Ja, der kickt auch mittlerweile in Australien. Ich glaube mit Alex Meyer zusammen. So, Gacinovic, Pacienza. Der kriegt den Ball da nicht durch auf der Bogo. Hatten wir gerade auch schon mal eine Phase gehabt. So, Leiner. Zack, Pacienza setzt nach. Oh, und kriegt den Freistoß gegen sich. Alles klar, das ist so ein Ding in FIFA. In diesem Jahr, die Schiris echt jeden Scheiß abpfeifen. Also wirklich jeden Scheiß. So völlig unnötig einfach. So Leiner gegen Timothy Chandler. Schön. Oh, bis auf den Pass. Das war natürlich nicht gut. Player. Da ist Thuram. Ne, Player, ne? Ne, Thuram war das. Und Renault im Tor. War das Thuram? Nein, Zakaria sogar. Mensch, weder noch. Was mache ich denn hier? So, Garcia. Eckball. Danny da Costa schlägt den nicht raus, sondern leitet mal den Gegenkonter ein vielleicht. Aus der Ecke des Gegners wird vielleicht eine gute Chance für uns. Da Bogo. Gegen Rekik. Aha, interessant. Rekik. Von der Hertha dahin gewechselt. Sehr interessante Transfers. Ja, ja, doch. So, haben wir alles und Player. Fallett. Wie eh und je. Stark wie eh und je. Oh, jetzt haben wir eine große Lücke da im Mittelfeld. Und die Chance über da Bogo. Aus Spitzenwinkel. Das gibt wieder Elfmeter. Oder beziehungsweise das gibt Elfmeter in der 37. Und warum sage ich wieder? Weil da Bogo, glaube ich, den dritten Elfmeter rausholt. Der hat gegen Düsseldorf schon einen rausgeholt. Ich glaube auch gegen Union Berlin. Und jetzt gegen Gladbach. Das ist der Elfmeter-Rausholer. Hier, schaut euch das an. Natürlich, das ist ein Foul. Klar, der Ball ist zwar schon weg, aber er grätscht voll in ihn rein. Ja, und somit gibt es Elfmeter in Minute 38 mittlerweile. Gonzalo Pacienza gegen Jan Sommer. Wieder platziert unten Zack. Mal gucken, ob es klappt. Gonzalo Pacienza gegen Sommer. 1-0. Sommer bleibt in der Mitte stehen. Und da ist die Führung kurz vor der Halbzeit. Schön geschossen. Ich weiß nicht, ob Sommer rangekommen wäre, wenn er da hingesprungen wäre. Boah, schwer. So ganz neben den Pfosten ist er auch nicht gelandet, aber okay, der war schon gut geschossen. Schön hart und platziert und somit macht Pacienza sein zweites Saisontor. Besorgt uns damit die Führung und schon mal ein gutes Gefühl für das Rückspiel gegen United, wo wir auf jeden Fall Chancen nutzen müssen. Da können wir jetzt eigentlich schon mal anfangen zu üben. Hohe Stimme. Ich muss mal was trinken gleich nach der Aufnahme. Zu wenig getrunken. So, 5 Minuten noch, dann ist Halbzeit. Schauen wir mal, vielleicht wieder so ein flacher Eckball.
Ah, der kommt wieder so flach und wieder nicht gut und wieder ist Dabogo da. So, Dabogo macht sich wieder auf den Weg. Boah, das ist Wahnsinn. Wenn der erstmal eine 86 hat, dann will ich gar nicht wissen, wie der drauf ist. Ah, schade. Aber schön gemacht von Dabogo. Aber was mich wirklich wundert, dass die Gegner relativ früh grätschen bei Dabogo. Es war gerade im Strafraum so und gerade jetzt auch schon wieder. Dabogo, das macht er wirklich gut. Er geht den da schön auf den Sack. So, und jetzt die Chance. Pacienza, Gacinovic, schön gespielt. Nochmal quer spielen. Sommerheld, Pacienza, kommt nicht ran. Kriegen wir nochmal eine Chance. Pacienza gegen Leiner, schade. Das war eine gute Kombination von den dreien da. Schöner Spielzug und noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn Pacienza den gemacht hätte. So. Die Gladbacher nochmal, aber total ungefährlich. Also, 1-0. Obwohl die Gladbacher auch Chancen hatten, ist es, denke ich, eine verdiente Führung. Ja, Rekik bei Gladbach muss sich auch erstmal dran gewöhnen als Gladbacher. Ein ganz kurzer Blick auf die Statistik. Ja, ausgeglichen. Ballbesitz haben wir zwar mehr, aber das zählt für mich nicht. Weiter geht's, zweite Halbzeit. Momentan müssen wir, glaube ich, nicht wechseln. Ich glaube, die Formation, die können wir so lassen. Und jetzt bin ich gespannt, was von Gladbach noch offensiv hier passiert. Hoffentlich nicht so viel, aber jetzt zeigen sie gleich mal, zu was sie imstande sind. Verlieren den Ball und dann, wenn wir es schnell machen, schaut euch das an. Dann haben wir Platz über den Flügel. Und da läuft auch mal ein Timothy Chandler in dem Zakaria weg. Bringt er die punktgenaue Flanke. Schade. Da war Paciencia leider gedeckt. So, wieder Timothy Chandler und wieder Fernandes. Super. Schön gemacht. Und wenn es gar nicht geht, spielen wir ganz hinten rum auf Renault. Der spielt natürlich auch noch mit. Vergessen auch viele immer, ne? Wo man dann denkt, spielt der Ball zurück über einen Keeper. Deswegen ist das unheimlich wichtig, dass man heutzutage auch einen Keeper hat, der gut mitspielt. Gacinovic. Schön gemacht. Schöner Durchsteckball auf Pacienza. Auf Pacienza. Und der macht das 2-0. 55. Also das wäre ja auch ein Ding, wenn Gacinovic auf sich selber vorgelegt hätte. Aber das bekommt, wie wir wissen, nur Hans Sapa hin. Und auch Chuck Norris. So, Pacienza schön ins Eck. So, Kamada für Dabogo. Da ist Sommer so ein bisschen nach rechts rüber gerutscht. Ne? Kann das sein, dass der schon in die Mitte gegangen ist? Egal, auf jeden Fall. 2-0, Gonzalo Pacienza mit seinem Doppelpack. Das wird ihm, glaube ich, gut tun, nachdem er sich ja im letzten oder nach dem letzten Spiel so ein bisschen beschwert hat, dass er gerne gespielt hätte. Jetzt spielt er von Anfang an, macht seine Tore. Also er zahlt das Vertrauen zurück. Läuft auf jeden Fall. So, 55 Minuten rum. Schauen wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen Spielfreude hier entwickeln. Pacienza jetzt umgekehrt auf Gacinovic. Ja, bisschen nach außen. Gacinovic, ah, die Flanke rutscht ihm ab. Schade, dem wünsche ich auch ein bisschen mehr Spielglück in echt. Er hat die letzten beiden Jahre sich eigentlich richtig gut entwickelt. Deswegen ist das schade, dass er jetzt so ein bisschen unter Hütter in... Ja, aufs Abstellgleis gerät, will ich jetzt nicht sagen, aber er hat schon bessere Phasen gehabt, ganz klar, aber ich hoffe, dass er irgendwann die Kurve kriegt in der Saison und noch ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft wird. Fehlpass von Fallett und die Chance durch Raphael, die Gladbach hier wieder ranzubringen. Das war eine Monsterchance natürlich, vorher der Fehlpass, ah, der war knapp, der war ganz schön knapp, aber gut. War die letzte Aktion noch von Raphael. Villalba kommt rein. Villalba. Und wir kommen über Müller. Das geht locker und leicht. Müller ohne Gegenspieler. Gacinovic. So, und sofort wieder nachsetzen, dass der Gegner gar keine Chance hat. Genauso wie wir das gegen United gemacht haben, phasenweise. Die wussten ja auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Deswegen haben sich dann auch die Chancen ergeben und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das im Rückspiel laufen wird. Da Costa gegen Janschke, ja, da Costa. Schnell, zweikampfstark und mit einer guten Übersicht. So, und das ist nämlich auch der Fehler der Gladbacher. Die stellen vorne zu, aber vergessen dann hinten. Meistens das Verteidigen. Pacienza mit dem Foul, aber geht weiter. Musste nicht unbedingt pfeifen. So, Nikolai Müller, Pacienza. Schön gemacht. Auf Gacinovic. Ja, wenn er durchläuft, schade. Das war zu kompliziert. Zu viel Hackespitze. 1, 2, 3. Zu viel Lupfen. Anstatt einfach den klaren Ball zu spielen, ne? Fordern die Trainer wieder.
immer und immer wieder den klaren Ball spielen. So, Pacienza steckt durch, aber das war Abseits, oder? Nein, kein Abseits. Kamada, 3-0. Jetzt wird es noch deutlicher. 72. Minute. Sah nach Abseits aus. Da war ich mir echt nicht so sicher. Ich dachte, ich hätte den Ball wieder zu spät gespielt. Aber der Schiedsrichter hat immer recht. Schauen wir mal. Das war schön rausgespielt. Durch die Mitte, Pacienza durchgesteckt. Okay, das müsste man sich jetzt nochmal genau in der Wiederholung anschauen. Aber das mache ich jetzt nicht. 3-0. Und ich glaube, Kamada mit seinem, weiß ich nicht, ist er schon im zweistelligen Bereich? Der ist doch mit der beste Torschütze von uns. So. Also, Motivation geholt fürs Rückspiel gegen United. 3-0. Bislang gegen Gladbach. Gegen sehr schwache Gladbacher, muss ich sagen. Aber die sind halt auch 13. Ne? Da weißt du auch, wo es herkommt. Zumindest hier in FIFA. Fernandes klärt. Toro räumt hinten auf. Und somit geht's wieder in die andere Richtung. Wahnsinn. Das sieht richtig gut und richtig schön aus. Foul an Pacienza. Das ist jetzt hier alles nur noch ruhiges Runtergespiele. 13 Minuten noch. Aber weiterhin so schön in Spiellaune bleiben. Vielleicht machen wir noch ein Tor. Ein Dika, schöner Ball. Toro! Ja. Schade. Schöner Ball. Schön direkt genommen. Muss er auch direkt nehmen. Und dann, scheiße, wenn der im langen Eck gelandet wäre. Oder aufs lange Eck gegangen wäre. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Tor des Monats. So, also ihr seht, bei Gladbach, da läuft echt nicht viel zusammen. Ganz, ganz anders als in Realität laufen sie hier den eigenen Ansprüchen, glaube ich, hinterher. Aber gut, soll uns egal sein. Wir setzen uns oben fest. Wir festigen den 6. Platz. Aber wir müssen gucken, was die Konkurrenz macht. Ne? Dortmund zum Beispiel hat 2 Spiele weniger. Könnten uns also überholen. Was mit Hoffenheim ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Da müssen wir auch nochmal schauen. Naja, aber gut. Es steht unter dem Strich ein verdienter Sieg. Wir sind ja auch schon auf der Schlussgeraden oder Zielgeraden, kann man sagen, der Bundesliga-Saison. Wir haben, glaube ich, nur noch 7 oder 8 Spiele dann danach. Und gegebenenfalls auch noch ein paar Europa-League-Spiele und ein paar Pokalspiele. Wenn es wirklich ideal läuft. Schauen wir mal. So, Müller. Auf Pacienza, der gegen Rekik und Benzebaini. Das ist auch ein komischer Name, ne? Wahrscheinlich habe ich den total falsch ausgesprochen. Benzebaini. Hinteregger kommt für Chandler rein. Ist jetzt hier alles nochmal für die letzten 3 Minuten. Gut, alles klar. Das wird es gewesen sein. Nach vorne geht nichts mehr. Sowohl bei uns als auch bei den Gladbachern. Nochmal. Ah, Clichy. Geil, Clichy. Wie kommt man denn darauf, den zu verpflichten? War früher ein guter Verteidiger, aber der ist auch mittlerweile in die Jahre gekommen. So, der Eckball nochmal. Pereiro, Player, ja. Nochmal ein gefährlicher Kopfball. Aber gut, 3 Minuten gibt es Nachspielzeit. Das wird's gewesen sein. Vielleicht nochmal, wenn wir den Ball gewinnen. Nein, also 3-0. Ich denke, in der Höhe ist das verdient. Gladbach war heute einfach nicht unser Gradmesser. Also nicht auf unserer Höhe. Von daher sammeln wir die nächsten 3 Punkte ein. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein getankt für das United-Rückspiel. Tja, und jetzt gilt es im nächsten Part, dass wir genau das auch wieder auf dem Platz zeigen. Chancen verwerten, schnörkellos spielen, aber auch ruhig spielen. Ihr habt gesehen, mit einem ruhigen Spielaufbau gegen United, da ist auch einiges möglich. Danke, so. Dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Insgesamt eine tolle Leistung. Der nächste Sieg hat Borussia Mönchengladbach ihn gut gespielt. Wir waren besser auf jeden Fall, ja. Heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet. Ja. Hätten sie mit einem engen Spiel gerechnet, ja kein Problem. Hä? Das ist auch so eine Antwort, die passt gar nicht auf die Frage. Und wenn doch, dann sollen wir das irgendein EA-Mitarbeiter mal erklären. Alright, okay. Gehen wir nochmal kurz ins Training rein und dann geht's schon ab nach Manchester. Zum entscheidenden Rückspiel. Das uns dann hoffentlich ins Viertelfinale bringt. Schauen wir mal. Also, Assistenztrainer. Ah, ist wieder eine Länderspielpause. 1, 2, 3, 4, 5 Nationalspieler. Mehr haben wir gar nicht. Oder sind die... Oder ist der Rest gar nicht der Nationalmannschaft? Ja, okay. Ja, da Costa nicht. Silva, klar. Rode nicht. Hasebe eh nicht mehr. Touré, glaube ich, auch nicht. Hinteregger. Da stand, glaube ich, mit dabei. Naja, also, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann schaltet auf jeden Fall im nächsten Part gegen United rein. Wenn wir dann hoffentlich
den Schritt ins Viertelfinale machen. Macht's gut und ciao, ciao.